Bei der Roomtour. Heute auf Koh Chang bei diesem schicken kleinen Apartment. Hallo, Fokus. Das sind quasi so ein paar Reihenhäuser, ja, alles klar, Kikiriki. Hier mitten im Nirgendwo, da sind dann wahrscheinlich eher so Thailänder, die wohnen. Was natürlich nicht so geil dann ist. So, wir gehen rein. Zum einen, voll Sand unter der Schuhe. Ich mache auch mal eben Tür zu. Zip, 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 zip. Dann haben wir hier einmal den Schlüssel. Man sieht sofort, es blinkt, weil der Schlüssel genauso bedeutet wegen Strom. Wenn man irgendwie, ich weiß nicht, wie lange der Schlüssel raus hat, eine Minute oder so, ist der Strom weg. Wegen Stromsparen etc. Dann kommt man, wie gesagt, hier rein. Hier rechts hat man einen relativ großen Kleiderschrank, einen, ich glaube, 81er Fernseher, einen großen Kühlschrank. Gut, der Stuhl steht jetzt falsch rum, hätte ich mal vorher richten sollen. Da hinten haben wir eine dicke Couch. Joa. Dann haben wir hier das Bett, wo wir, mein Dad und ich, gepennt haben. Nicht zu vergessen, da oben noch da die Klimaanlage. Die kann man mit der Fernbedienung da hinten steuern, die da an der Wand ist. Ja, dann hier noch, da liegt mein Handkoffer drauf. So eine Art, ich weiß nicht was, Couch. Relativ weich. Ja, ein Bett, wo man dann hinten noch überall was reinstellen kann. Da hinten geht es raus zum Balkon. Was ich leider nicht zeigen kann, was mega geil ist eigentlich. Also im Prinzip, ich finde das ja mega geil. Die haben das hier so mit diesen Leuchten gemacht. Die sind jetzt, die meisten sind jetzt hier an. Ich versuche das mal einmal so ein bisschen zu zeigen. Die sind einmal so rundherum. Alle mit so einem, wie sagt man, Vorsprung oder so. Dahinter befinden sich eigentlich, wie man hier schon unschwer erkennen kann, LEDs. Hoppla. Okay, der Fokus ist echt scheiße. So. Aber aus irgendeinem Grund wollten die heute nicht. Oder überhaupt nicht. Keine Ahnung warum. Als wir da waren, wir waren ja nur 3 Tage hier, konnte man sich jetzt auch nicht so schnell drum kümmern. Dann hat man noch diese indirekte Beleuchtung, was natürlich sehr geil aussieht. Hallo, Fokus. So, was man dann noch hier hat, von da angefangen, Steckdose. Steckdose, 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 Steckdose. Ich weiß nicht, welcher Mensch so viel Steckdosen braucht. So, einmal gehe ich mal zurück, so ein paar Meter. So sieht es dann von der anderen Seite aus, quasi. Da ist die Eingangstür. Was ich nämlich noch nicht gezeigt habe, ist hier rechts das Badezimmer. Okay, ist halt ein Badezimmer. Ja, mit so einem Boden. Das ist eine direkte, für eine direkte Dusche, die sich hier befindet. Boah, das ist immer scheiße, weil das so nah ist. Ja, wird sonst Toilette, dann diese typischen thailändischen Arschduschen. Was sehr uncool ist hier, diese ganzen Ameisen. Ich weiß nicht, wo die alle herkommen, das auch nur hier so, aber das ist irgendwie ätzend. Ja, und wenn man geduscht hat, ist hier halt ein bisschen was nass, aber trocknet relativ schnell weg. Ja. Das letzte, was ich noch machen kann, ich gehe noch mal auf den Balkon für die Aussicht etc. Ich muss mal eben hier so. Dann haben wir hier 2 kleine Bänke oder wie auch immer. Ich glaube, da können auch nur 2 Leute sitzen, jeweils immer nur einer sitzen mit der Aussicht. Wir hatten ursprünglich ein anderes Apartment gewollt. Geht das halt blöd, dass man hier auf alle anderen Apartments mitguckt. Absoluter Ausblick auf den Dschungel. Ja, und wie gesagt, hier kann man nachts auch Licht machen. Gut, was hier blöd ist, ist, dass der ganze Bambus und so im Weg ist. Da hinten sieht man auch noch irgendwelche Gebäude. Ja, aber wie gesagt, dann kann man sich hier hinpflanzen. Und dann ist gut. Da oben, wie gesagt, eigentlich noch sehr helles Licht. Also ist wirklich sehr hell. Und ja. Das war's dann auch von dieser Roomtour. Der Kühlschrank ist auch nicht gerade klein. Alles super. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Lasst einen Kommentar da. Ciao.